Ok. L'elefante. Feste. Io con me. Ja. Limba corres. Tut mir leid. Ich hab mich nur erschreckt. Limba karateda. Dort ist ein Spalt. Wärst du so lieb? Schon wieder. Borestere core, telecarefante, bestera pore core. Nun, du bist ein Herold. Also mach's. Das ist so eine Maskiere. Aber warum muss ich das denn immer machen? Io con me. Schon gut, schon gut. Ich mach ja schon. So, ja schon. Wir müssen die Zacken zusammenbasteln. Und zwar muss dann der mit dem, von dem müssen wir dort rüber und mit dem dann dorthin. Und wenn es passt, kommt der dann noch dazu. Bist du zufrieden? Ich setze mich hinten wieder drauf. Warum bist du nur so gemein? Limba karateda. Du findest, ich bin okay? Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht kränken. Es ist nur so, mein Mann ist tot. Ich bin schwanger mit meinem sechsten Kind. Wir wollten die 7 Noten der Tonleiter. Und zwar alle. Und dann wäre da noch Lin Rain. Lin Rain. Warum hat er uns verlassen? Warum hat er uns nicht geholfen, aus dem verfluchten Schenkel zu entkommen? Er kennt doch alle Geschichten des Universums. Womit habe ich das verdient? Ich möchte ihn nur in die Augen sehen. Wie ist denn dein Mann gestorben? Überfressen. Ach, jetzt kommt voll die traurige Geschichte. Entschuldigung. Wie könnte man sonst in einer Zauberschenke sterben? Wir saßen schon ein Jahrzehnt dort fest. Mein Maurice war der Koch. Ich habe mich um die Theke gekümmert. Ich hätte ihn wohl im Auge behalten sollen. Ein Jahrzehnt Essen ohne Ende. Dafür würde ich nur zu gerne sterben. Oh! Noch ein Spalt. Feste. Deine Aufgabe. Und jener welcher mit dem dort. Dann jene mit jenen und der käme dann dahin. Sind wir mal da? Feste, pass auf! Hast du deinen Führerschein auf dem Rummel gewonnen? Ne, Leute über den Haufen gefahren. Und die sind aus Glas. Ganz langsam zurücksetzen. Hör auf meine Stimme. Langsam. Ganz langsam. So ist es gut. Perfekt. Limba karateda. Da wären wir nun also. Fiedlers Wiese. Ein geheimer Treffpunkt für Baden.
Bänklersänger und Minnesänger. Was sind denn Bänklersänger? Wie können wir nur den König der Baden in dieser Menge finden? Ich weiß, wir können den Halunken anlocken. Zuerst brauchen wir eine Fiedel. Ich brauche keinen Fiedler, ich brauche eine Fiedel. Aber die hat doch eine Fiedel, achso, in der Hand. Das ist ein Cello. Keine Fiedel, es kommt schon auf die Größe an. Da lacht die Alte einfach, ich weiß es nicht. Ja, ja, kommt auf die Größe an, ich habe das schon verstanden. Katastrophe. Aber die hat doch eine Fiedel in der Hand. Boros tere core e le gaffare. Und random herumklicke, ob sich irgendwas bewegt. Und die alte Futter nebenbei. Was ist denn hier? Kannst du Fiedel und Gang nicht unterscheiden? Ich weiß, dass sie eine Fiedel. Das ist so eine Fiedel. Außerdem ist das ein Astronaut. Ziemlich schräg. Das sollte nicht zu schwer sein. Guck dich mal um. Das ist ganz schön schwer. Warte mal. Kann ich daran ziehen? Tatsache. Bist du eine Fiedel? Gefunden. Ich hoffe, das ist eine Fiedel, oder? Spiel drauf. Was? Lautes Schreien. Klaro. Peracole canta. Wer wagt es, die Ohren meiner Gäste zu foltern? Alter, du bist gleich tot. Da bist du ja. Ah, mein einmaliger Held, hast du deinen Auftrag erfüllt? Wir beide müssen mal reden. Gib ihm die Schriftrolle. Warum hast du mich reingelegt? Du bist der König der Baden. Ich habe dem Meer geholfen, das hätte ich tun sollen. Was ist los? Bitteschön, da hast du deine Nachricht. Ich bin der Absender, mein Kleiner. Nicht der Empfänger. Aber für wen ist denn die Nachricht bestimmt? Na, für den Helden, der das Volk von Avarange retten wird. Verstehst du? Wir haben fast keine Zeit mehr, mein kleiner Freund. Die Gromoks werden bald durch den Himmel bersten und ewige Nacht wird diesen Himmel umhüllen. Diese Welt. Spürst du, wie die Luft kälter wird. Die Kälte ist stets ein Vorbote der Gromoks. Beeilung, du musst den Helden finden. Das Volk von Avarange wird es nicht alleine schaffen.
Bitte was? Du willst, dass ich weiter nach einem unbekannten Helden suche? Buskir, Ara! Buskir! Ich bin fertig. Ich habe so viel durchgemacht. Ich bin so weit gekommen. Alles umsonst. Noch mehr Reisen, noch mehr Suchen. Nicht mit mir. Na toll. Jetzt hat der Kleine auch noch einen Nervenzusammenbruch. Aber so schnell wirst du mich nicht los. Wir beide unterhalten uns jetzt. Marlene, meine Liebe, sei doch nicht böse auf mich. Ich erkläre dir alles. Oh. Vorbereiten. Schlachtruf. -8 Schaden. Ach so, der hat sich die Ohren zugehalten. Das sieht nicht gut aus für uns. Wenn er nochmal seine Fiedel rausholt. Nein, das lasse ich nicht durchgehen. Der muss mich dafür bezahlen. Nochmal. Okay, dann ist klar. Aber jetzt werde ich erstmal. Oh, in 7 Runden erst. Ja, das mit dieser Flöte, das ist ziemlich gemein. Aber ich glaube, das ist prozentualen Schaden, den er damit macht. Können wir nichts machen? Okay. Tja, wir jetzt angreifen. Alter, 22. Ach, Schade. Erstmal wird gefuttert. Ignorieren. Ach, das war doof. Ich hätte. Boah, ist das mies. Und damit habe ich ihn. König der Baden, Errungenschaft freigeschaltet. Muss einfach die ganze Familie dazu holen. Jetzt müssen wir einmal reden. Zuerst will ich meinen Platz im königlichen Ensemble zurück.
Ich möchte nicht die Königin der Baden sein, aber ich kann. Ich kann immer noch die Primadonna sein. Ach, Mama Lee. Oh.